Hallöchen, ich grüße euch. Ja, herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Ja, ich wollte euch gerne mal zeigen, was ich gestern spät abends noch und auch heute Morgen noch ganz schnell so zwischendurch gebastelt habe. Ich war wieder fleißig. Ja, irgendwie lässt mich noch nicht dieses Thema Halloween los. Ab und zu mache ich mal wieder was Weihnachtliches, aber zurzeit hat mich das Halloween-Fieber so ein bisschen gepackt und ich habe immer noch so Lust, ja, beziehungsweise mit tollen Stempeln zu arbeiten und die dann zu kolorieren. Bin im Moment so ein bisschen in der Phase, mich da einzugrooven, noch ein bisschen besser zu werden in der Materie, in dem Thema Kolorieren. Und dadurch, dass ich ja auch auf der Messe die Chamäleons beziehungsweise gekauft habe dort, sind zwar nicht viele, aber ein paar. Und ja, da wurschtel ich mich so langsam so ein bisschen dadurch und versuche ja auch immer ein bisschen besser zu werden. Und es macht auch ganz viel Spaß, mit denen zu arbeiten. Klar, wenn so Kleinigkeiten wie hier jetzt mit dem Kürbis, da geht das schon so ein bisschen besser hier. Etwas größere Flächen, ja, muss man dann schauen, dass man da sich dann so ein bisschen durchwurschtelt. Aber wie gesagt, um die Chamäleons geht es ja jetzt nicht. Ich wollte euch zeigen, dass ich diese Paper Pops gebastelt habe. Ja, und dann habe ich sogar noch einen dritten. Einen Augenblick bitte. Den hatte ich heute Morgen noch schnell gebastelt. Der ist dann in dieser Optik. Der ist dann eher in der weißen Rosette und mit Orange und Lila. Und dann hier diese Hexe drauf mit der Fledermaus und mit dem Kürbis. Dann habe ich hier noch ein Pompon drauf gemacht. Also es ist eher so, dass ich Bock hatte auf diese Paper Pops. Ich sage mal Lollis, weil die sehen für mich aus wie Lollis. Und dann dachte ich mir, Mensch, komm, ne, man muss ja auch irgendwann mal seine Sachen, egal von was es ist und ob es jetzt Halloween-Sachen oder Weihnachtssachen, irgendwann auch mal verbasteln. Und wenn man dann noch so tolle Stifte hat, und ich habe ja auch die Nuvus und die Copic Marker, da muss man sich ja dann auch irgendwann mal damit beschäftigen und auch mal alles verarbeiten und dann auch halt dementsprechend dann ja mal alles so durchtüfteln. Ja, und das habe ich dann halt gemacht. Wie gesagt, den hatte ich heute Morgen hier noch schnell gemacht. Ich hoffe, der gefällt euch. Und hier habe ich dann an den Rändern, an der Rosette, habe ich dann so ein bisschen so schwarze Markierungen gemacht. Da habe ich so schwarz angetupft. Da zeige ich euch mal, was ich hier benutzt habe. Und zwar habe ich noch, das zeige ich euch gleich, da habe ich die Distress Oxide benutzt. Aber für diese hier, für dieses bisschen Tupfen da, habe ich dann einmal von Versamagic dieses Midnight Black benutzt. Es ist dann besser zum Handhaben, da kann ich kurz mal hier so tipp, 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 tipp und dann geht das einfacher. Und hier habe ich auch von dem Versamagic habe ich dann das Cloud White benutzt. Das geht dann auch ganz ratzifatzi, aber die kann man dann besser handhaben. Ja, hier habe ich wie gesagt ja, hier nochmal eine Fledermaus dran gebamselt, hier ein Pompon, hier hatte ich so ein Seidenband benutzt. Ja, und hier halt den Stanzer, beziehungsweise den Handstanzer von Ideen mit Herz. Da haben wir hier den Jumbo-Stanzer, den großen. Der haut dann ordentlich was rein, macht natürlich auch Krach, aber dafür kriege ich dann einen schönen, umrandeten, welligen Kreis, so einen blumenartigen Kreis. Und kann dann ordentlich damit handhaben, beziehungsweise ja, kann hier das dann großflächig dann, ja, drauf machen. Und habe dann darauf dann nur noch den kleinen hier gemacht. Das habe ich dann mit diesem hier von EFCO 3,8 cm Durchmesser. Das ist dann der kleine. Ja, dann habe ich halt, wie gesagt, hier koloriert mit dem Kürbis hier und auch mit der Hexe. Ja, mehr habe ich da großartig auch gar nicht gemacht. Da hatte ich mir mal die Stempel von eBay Kleinanzeigen, hatte ich die mir mal bestellt gehabt. Da habe ich mir die ausgesucht und da war ich ganz glücklich drüber, dass ich da mal schöne Stempel habe, die ich benutzen kann. Und da ist dann ein Frosch drauf, eine Fledermaus, eine Katze, eine Wolke, ein Halbmond, Kürbisse und halt wie gesagt die Hexe. Und dann steht hier auch überall schön drauf, Halloween, hello, I'm bad about you, oder which way is candy, oder I'm under your spell. Also das sind dann diese hier, und ich benutze mal eben das Papier hier, dann könnt ihr das vielleicht besser sehen. Das sind dann diese kleinen Frechdachse, habe ich dann dieses Set benutzt. Ja, oder auch, wo wir hier dieses tolle Mädchen hier haben, da habe ich dann dieses Set von
Jetzt müsste ich lügen. Ich glaube, das ist von My Favorite Things. Ja, von My Favorite Things. Da habe ich dann dieses Set benutzt. Das habe ich bei Faltkartencom bestellt. Auch total süß mit dem Kürbis. Und da kann man richtig super ausmalen, beziehungsweise auskolorieren. Das ist richtig klasse. Da steht dann sowas wie Bless You drauf oder Thankful for You oder Happy Fall oder Lil Pumpkin. Das sind dann solche Sachen. Ja, die Strohhalme hatte ich mir mal bei Amazon bestellt, in verschiedenen Motiven. Diese hier habe ich auch bei Amazon bestellt, in dem lila-weiß gestreiften. Ich dachte so, okay, auch mal solche hier. Die passen natürlich auch immer super zu Halloween. Man muss ja nicht immer mit Motiv, aber ich habe halt auch noch welche mit Totenköpfe drauf, mit Spinnennetz und Spinnen drauf und Kürbissen. Dann einmal in Schwarz-Orange und einmal wie hier in Orange und Schwarz. Ja, hier habe ich dann, wie gesagt, die neuen benutzt. Hier auch wieder ein Kürbis von dem Stempelset. Hier habe ich ausgestanzt die Stanze von Cottage Cuts. Das ist dann Happy Halloween mit dem Kürbis. Hier habe ich auch eine neue Stanze. Jetzt müsste ich mal gucken, ob ich sie gerade parat habe. Und zwar hier diese Stanze, das ist diese hier. Die habe ich mir neu zugelegt, die fand ich richtig cool. Hier ist dann noch so ein Rabe drauf und hier dann dieser Totenkopf, beziehungsweise dieser Schädel mit dem Hut, finde ich klasse. Dann im Hintergrund hier so ein leichtes Spinnennetz noch und hier noch so eine Spinne, finde ich richtig klasse. Habe ich dann dahinter noch so ein Spinnennetz, so ein bisschen weiß gemacht, also dass es so ein bisschen verwischt aussieht. Ja, hier habe ich dann wieder so ein lilanes Band genommen. Ich zeige euch das nochmal. Und da oben drauf habe ich dann einfach dann eine Fledermaus draufgesetzt. Ich finde, Fledermaus geht immer. Das passt auch immer ganz gut. Ja, hier habe ich dann nochmal nur nochmal das Haus dann draufgeklebt und mit dem Spinnennetz. Ja, das war dieses. Ja, und hier, wie gesagt, habe ich dann das Mädchen von dem My Favorite Things Stempeln genommen und den Kürbis dann nochmal von dem anderen Set. Und den Frosch dazu und oben drauf noch mal eine Fledermaus gesetzt. Ja, das war das. Und bei den Kolorieren habe ich dementsprechend die Chamäleons benutzt. Da habe ich dann die Farben halt hier grün genommen. Das ist dann Spring Meadow. Dann das Lila, Purple, Grape. Dann habe ich auch ja, das Tangerine benutzt. Das tolle ja, das tolle Orange, sage ich jetzt mal. Und hier auch den Braunton, wo ich die Hexe da so ein bisschen mit bemalt und die Haare hier von dem Mädel. Das ist dann Hot Kakao. Ja, da komme ich ganz gut mit zurecht. Das sind ganz tolle Stifte. Muss mich nur noch mal ein bisschen eingrooven, ein bisschen einüben, wenn es jetzt um größere Flächen geht. So kleinere Flächen, so wie hier der Frosch oder auch hier der Kürbis. Die sind immer ganz toll. Dann funktioniert das immer so gut. Aber so größere Flächen, da muss ich dann mich dann noch so ein bisschen einüben. Ja, wie gesagt, da hatte ich halt noch ein bisschen Lust drauf, das zu machen. Ich fand die ganz schön, vor allen Dingen der hier, der gefällt mir sehr, sehr gut hier. Dieser hier, der, ja, der gefällt mir richtig gut mit dem Mädel drauf. Aber auch hier so ein bisschen so Mix-Match, also so ein bisschen, ja, von allem etwas, so ein Mix von allem und so ein bisschen, ja, gruselig. Kann auch mal sein, aber das ist auch ganz niedlich hier. Ja, wenn ihr wollt, dass wir solche mal zusammen machen, wenn die euch gefallen, dann schreibt mir das in die Kommentare. Dann schreibt ihr hier, mach mal bitte, zeig mal, wie du die machst. Oder lass uns mal so ein Mädel oder einen Kürbis kolorieren oder zeig uns mal die Chamäleons. Dann sagt mir das. Kann ich gerne machen. Ja, dann dieses hier. So, die packen wir mal kurz weg. Dann habe ich auch noch ganz kurz Zeit gehabt, um diese Karte hier zu machen. Da habe ich ganz normalen Karton benutzt in Weiß. Hintergründe habe ich mit den Distress-Oxide gemacht. Da habe ich dann halt Carved Pumpkin benutzt, das Orange. Das Tolle hier, das sieht ja immer klasse aus. Also das gefällt mir richtig gut. Dann habe ich hier dieses tolle Violet benutzt. Ein ganz tolles Lila. Und für den unteren Bereich habe ich dann benutzt
Das Black Suit habe ich dann benutzt und ja, alles super Farben, hat super geklappt. Also ja, dann habe ich hier wieder von dem Einstempelset die tollen Kürbisse benutzt. Dann hier wieder die Stanze von Cottage Cuts Happy Halloween. Hier habe ich dann noch meine große Fledermaus hingemacht. Hier habe ich meine neue Stanze benutzt und zwar, einen Augenblick, das war von der Yvonne Creations Happy Halloween Stanze. Und zwar dieses Landscape, das war, einen Augenblick, das war diese hier, diese tolle Stanze. Die verziert dann hier unten mit dem Friedhof und diesem Gruselhaus und diese Gruselbäume und ja, ganz, ganz toll. Und die sieht dann so aus. Die habe ich benutzt. Ja. Das durfte dann auch mit da drauf und ich dachte, ja, passt ganz gut und die ist mir auch ganz gut gelungen. Ich finde die ganz hübsch. Und zu guter Letzt habe ich auch nochmal, ja, mich nochmal an der Hexe hier ausgelassen. Die habe ich nochmal gemacht mit den Kürbissen. Die habe ich dann nochmal so ein bisschen anders, ja, verziert und beschmückt. Ja, sonst macht man entweder nur lila hier oder man macht orange oder so. Jetzt habe ich es mal in so ein grünen Kleidchen gemacht. Ich denke, es ist mir ganz gut gelungen. Ja, bin ganz zufrieden. Ist nicht schlecht geworden. Gefällt mir ganz, ganz gut. Ist ganz niedlich geworden. Hier habe ich dann dieses Kakao etwas heller hier gemacht und etwas dunkler. Also hier habe ich halt immer so kleine Schattierungen mit reingebracht. Hier habe ich halt, wie gesagt, auch von den Chamäleons das Hot Kakao benutzt. Dieses hier, ups, das BR2 Hot Kakao für die Haare und auch für den Stiel habe ich es benutzt. Für die Füße halt das Purple, das PR4 und ein bisschen hier von der Schnelle vom Hut und hier auch von den Strümpfen. Ja, und für das Kleid allgemein habe ich halt, wie gesagt, das Spring Meadow YG3 benutzt. Ja, und ich denke, es ist ganz süß geworden. Also es gefällt mir, muss ich sagen. Ich bin ganz zufrieden. Und ja, irgendwie hat es mir, diese Kürbisse gefallen mir ganz, ganz gut und dieses Tangerine angetan. Also damit lässt sich das wirklich super kolorieren und irgendwie sind die in der Dauerschleife die ganze Zeit bei mir. Also irgendwie macht mir das jetzt total Spaß. Aber ich muss ja jetzt gucken, dass ich auch andere Motive jetzt mache. Also ja, ich hatte auch bei Kreativbund noch bestellt gehabt. Da kommen jetzt auch so Herbst und ja, so leicht, so ja, Halloween kann man jetzt sagen. Also, das ist mehr so, so herbstlich und mit Füchsen drauf, aber auch, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre, auch, glaube ich, so ein bisschen mit Kürbis drauf, aber ich bin mir nicht ganz so sicher. Aber auf jeden Fall schön herbstlich. Dazu habe ich dann auch gleichzeitig die Outline-Stanzen bestellt. Mal gucken, wie ich damit so klarkomme mit den tollen Stempeln. Mal schauen, wie ich die da koloriere. Gucken, ob ich mich da zurechtfinde da, aber gehe ich mal von aus. Also, Übung macht ja den Meister. Ja, das wollte ich euch mal zeigen. Die tollen Sachen. Ja, hier habe ich noch ein paar Mädels hier. Da bin ich noch am Überlegen, wo ich die noch so hin platziere. Die sind ganz niedlich hier geworden. Ja, mal gucken. Ja, wie gesagt, das waren so die Sachen, die ich euch mal zeigen wollte, was ich koloriert habe, was ich noch schnell so gestern Abend noch sehr spät und auch heute Morgen noch so gebastelt habe. Ich finde, die sind ganz toll geworden. Ja, kann man auf jeden Fall gut gebrauchen und auch schön verschenken. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, wenn euch die Sachen auch gefallen hat, haben und wenn ihr Lust habt, irgendwie mal zu tauschen oder wenn ihr sehen wollt, wie ich die mache. Ja, in dem nächsten Video, wenn ich jetzt dazu komme, wollte ich dann weihnachtliche Lutscher machen, sage ich jetzt mal. Das sind immer für mich so Lollis. Also diese Paper Pops, wenn ihr darauf Lust habt, dann können wir das gerne machen. Dann schaut wieder rein im nächsten Video. Und ansonsten würde ich sagen, bis dahin. Ciao, ciao, eure Melli.